So, jetzt sagt der Prüfer, wir haben gerade über positive Auswirkungen von Marketing gesprochen, nämlich, dass dadurch Innovationen bekannt werden, dass speziell die Werbebranche als Unterpunkt von Marketing vielen Kreativen eine erfüllende Beschäftigung gibt. Was sind denn negative Auswirkungen von Marketing? Und hier fällt den meisten Menschen wahrscheinlich schneller etwas ein. Das erste Wort, was wahrscheinlich allen einfällt, ist Manipulation. Manipulation, die bis zu Verführung gehen kann. Manipulation, man könnte ruhig sagen Verführung, denn speziell die Werbeleute analysieren sehr, sehr genau, worauf Menschen reagieren und benutzen diese Impulse. Und zu einem guten Teil ist die Reaktion reflexartig. Ja, also das führt dann zu einer reflexartigen Reaktion, gegen die man sich zunächst mal gar nicht wehren kann. Ja, man guckt automatisch hin, weil bestimmte, zum Beispiel visuelle Reize, Verführung durch visuelle Reize. Ja, und diese Reize sind so, dass man sich dem zunächst mal gar nicht entziehen kann. Ja, und das ist sehr ausgefeilt mittlerweile. Also man kann sagen, es ist eine ausgefeilte Manipulation, die ist gestützt durch viele Tests. Ja, man weiß, wie man Menschen dazu bringt, dass sie das tun, was sie aus Sicht des Werbenden tun sollen. Ja, und da man den unmittelbaren Zwang nicht anwenden kann, ist man halt Spezialist geworden für Verführung. Und das ist wirklich sehr ausgefeilt. So, dann negative Aspekte, die Allgegenwärtigkeit. Ja, das ist in der Tat richtig, man kann sich dem im Grunde nicht mehr entziehen. Überall sind entweder Licht- und Leuchtreklamen oder Plakate oder digitale, früher war das ja die Litfaßsäule, heute sind es digitale Anzeiger, wo dann auch die Impulse wechseln. Ja, man kann dann an einer Stelle mehrere Werbeflächen sozusagen verkaufen, die irgendwie, was weiß ich, alle 3 Minuten wechselt das. Ne? Also Allgegenwärtigkeit und diese Allgegenwärtigkeit wird auch immer intensiver. Na, weil eben durch Wechsel zum Beispiel. Ja, wo früher ein Plakat hing, wechselt die Anzeige alle 3 Minuten. Und speziell bei Ampeln, ne, wo die Autofahrer dann stehen und dann schaltet man, irgendwo hat man so eine große Wand dann, so eine Multifunktionswand und dann wechseln da die Anzeigen. Ne? Also überall, gerade da, wo Menschen warten müssen, zum Beispiel an der roten Ampel, man kann sich dem im Grunde nicht entziehen. Ne? Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich die Nervigkeit. Ja, die Nervigkeit, Allgegenwärtigkeit führt zu Nervigkeit, vor allem wenn die Sache durch Penetranz. Ne? Wenn man auf keine Internetseite mehr gehen kann, ohne dass direkt irgendwas da aufpoppt oder so, oder ein Kontaktformular, wo man seine E-Mail jetzt geben soll und das kriegt man dann nicht weggeklickt und man will eigentlich nur eine Information haben von dieser Seite und kann aber das Kreuz oben rechts in der Ecke, das eigentlich da sein sollte, ist rein zufällig nicht da. Na, das hat schon mehr als Information. Das ist dann Nervigkeit durch Penetranz. Dann kann man sagen, negative Werte werden vermittelt. Das gilt nicht für jede Art der Werbung. Das kann man nicht für alles sagen. Aber man kann, es lassen, sagen wir es so, es lassen sich genug Beispiele auftreiben, wo tatsächlich der vermittelte Wert nicht gut ist für den Menschen und für die Gesellschaft.
Ja, zum Beispiel Alkohol ist cool. Und wenn du Alkohol trinkst, dann bist du anerkannt in der Gruppe und dann hast du Freude und so weiter. Ja, das sind Werte, die über die Jahre vermittelt wurden. Ich habe da ja auch einige Erfahrungen. Es war auch mal so, dass Zigaretten cool waren. Es gab das Wort cool damals noch nicht. Aber diese Art der Überlegenheit für den Zigarettenraucher wurde schon vermittelt, bis das irgendwann sich dann änderte und Zigaretten eher dann doch als negativ dargestellt wurden. Aber auch wenn man die alten Filme schaut, so 50er, 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, da haben die Helden geraucht. Ja, auch hier ein Fall für zwei. Na, in den Anfangsfolgen hat Matula geraucht. Und zwar ziemlich viel. Na, und später hat er dann aufgehört und dann auch alles abgelehnt, wenn ihm jemand eine Zigarette angeboten hat. Nein, ich habe aufgehört und so. Dann wurde das zu einem positiven Wert, dass man eben nicht raucht. Na, also negative Werte werden vermittelt. Ich schreibe mal als Stichwort Alkohol. Ich schreibe in Klammern Zigaretten. Ja, wie gesagt, das hat sich geändert. Es war früher in der Tat, wurde das als positiver Wert vermittelt. Heute ist das nicht mehr so. Aber was Alkohol angeht, da hat sich nichts geändert. Ne? Also nach wie vor wird es positiv vermittelt und es kann verheerende Auswirkungen haben. Dann kann man sagen, Bedürfnisse werden geweckt. Ja, vielleicht ist der Mensch in gewisser Weise wunschlos glücklich und jetzt lernt er plötzlich, dass er dies, das und jenes haben muss. Na, das ist hier gemeint, wenn man sagt, Bedürfnisse werden geweckt. Bedürfnisse, die vielleicht nicht da waren. Ich sagte hier, diese Manipulation ist sehr ausgefeilt. Und die Manipulation, ergänzt man das noch, geht auch manchmal Richtung Gruppendruck. Und in der Tat kann eine Gruppe Druck ausüben auf einen Einzelnen. Wenn alle eine bestimmte Sportschuhmarke tragen in der Gruppe, auch in der Freizeit, also nicht zum Sport, sondern in der Freizeit, und das eine Kind kann sich diese Marke nicht leisten und wird dann da auch von den anderen gehänselt und so weiter, das ist Gruppendruck. Und mit Gruppendruck kann man eine Menge erreichen, weil Menschen gerne dazugehören und sehr, sehr ungern ausgegrenzt werden aus Gruppen. Deswegen kann man Bedürfnisse wecken durch Gruppendruck. Ja, alle fahren schon dieses neue Auto und du noch nicht und so weiter und dann, obwohl derjenige eigentlich zufrieden war und da überhaupt nicht dran gedacht hat, irgendwas zu ändern, empfindet er plötzlich den Druck, es auch zu machen. Ja, ihr Nachbar hat schon, na, weil irgendwann diese Leute auch mal rausgefunden haben, Leute wollen das haben, was der Nachbar hat. Ja, also da läuft in der Tat eine ganze Menge und setzen wir noch einen drauf und sagen, Neid wird geschürt. Das ist sozusagen die Steigerung von dem, was ich schon ausgeführt habe. Also Gruppendruck. Und im Extremfall kann es dann Neid sein. Dein Nachbar hat es schon. Und dann wollen die Leute haben, was der Nachbar auch schon hat. Wir wollen das Automodell fahren, das der Nachbar fährt. Oder sind eben neidisch auf den Nachbarn, weil er ein bestimmtes Automodell, da geht es ja schon los. Ne? Dieses Automodell hat dann ein bestimmtes Image. Ne? Das Auto mag überhaupt gar nicht so gut sein, aber das kreierte Image mag sehr exklusiv sein. Ne? Und da sind die Marketingleute eben sehr gut. Manipulation ergänzen wir hier noch. Trugbilder. Marketingleute können sehr, sehr gut sein, besonders wenn sie das Instrument PR verwenden. PR, Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Früher hieß das mal Propaganda. Der Typ, der das erfunden hat, ein Mann namens Bernays, hat sein erstes Buch Propaganda genannt und dann sehr geschickt das geändert in PR, Public Relations.
Und da werden Trugbilder oft gezielt erzeugt oder Lügen gezielt erzeugt. Ja, durch Trugbilder, Manipulation durch Trugbilder. Ja, die Dinge sind gar nicht so, wie sie dargestellt werden. Und durch Meinungsführer. Auch das ist ein beliebtes Instrument der PR, der Öffentlichkeitsarbeit, dass man Promis dazu bringt, dass sie sich positiv für irgendwas aussprechen. Und die Leute sind nun mal so, viele, nicht alle, aber viele sind nun mal so, dass diese Prominenten, obwohl die eigentlich nur eine Kompetenz auf einem Gebiet haben, nämlich zum Beispiel besonders gut gegen einen Ball treten zu können oder singen zu können oder Schauspieler zu sein, dass man denen generell Kompetenz zuschreibt oder zumindest wollen Leute so sein wie diese Leute. Und damit kann man schon eine Menge manipulieren und damit kann man auch Neid schüren, ja, wenn man einen Promi sich aussprechen lässt für bestimmte Dinge. Ja, also in der Tat ist Manipulation eines der wesentlichen negativen Auswirkungen mit Marketing, speziell mit PR. Wenn also die Presse, von denen viele Leute ja immer noch glauben, dass sie dort informiert werden, ja, was ja nun offensichtlich nicht stimmt oder zumindest nicht mehr stimmt. Und wenn man dann noch die Prominenten aktiviert, also die Presse und die Prominenten, dann kann man eine Menge an negativen Dingen erreichen, kann man eine Menge Schaden anrichten. Ja, also die Manipulation geht so weit, dass wirklich erheblicher Schaden angerichtet werden kann und angerichtet wurde. Okay, das soll genügen. Alles Gute, Marius Ebert. Zu Risiken und Nebenwirkungen falscher Lernmethoden klicken Sie auf den Link unter diesem Video.